Prioritätsrecht bei Marken, Patenten und Designs. Ich muss nicht in allen Ländern gleichzeitig anmelden. Ich bin Rolf Klesen, Partner und Patentanwalt bei Freischem und Partner, und in diesem Video erkläre ich genau, was das Prioritätsrecht ist und was das Prioritätsrecht für Vorteile bringt, wenn man in vielen Ländern Schutz erreichen möchte. Haben Sie schon mal das Problem gehabt, dass Sie eine bestimmte Erfindung hatten, eine Marke angemeldet haben, ein Patent angemeldet haben, Design angemeldet haben und noch nicht genau wussten, in welchen Ländern Sie wirklich Schutz haben möchten? Über Ihre Erfahrung würde ich mich sehr unter diesem Video freuen, um die zu diskutieren. Fangen wir mal mit Marken an. Wenn Sie zum Anmeldezeitpunkt noch nicht genau wissen, in welchen Ländern Sie Schutz haben möchten, dann melden Sie erstmal eine Marke in Deutschland an oder eine Unionsmarke, die halt EU-weit gilt. Dann haben Sie insgesamt 6 Monate Zeit, das ist die sogenannte Prioritätsfrist, auch in anderen Ländern Schutz zu erzielen und kriegen dann praktisch als Anmeldetag den Anmeldetag Ihrer ersten Anmeldung fingiert. Das ist der sogenannte Zeitrang. Also wenn ich heute die Marke anmelde, sagen wir Marimba für Tanzstudios, und dann in einem halben Jahr die Marke in den USA, Marimba für Tanzstudios, anmelde, dann habe ich keinen Rechtsnachteil. Dann kriege ich genau den Zeitrang meiner ersten Anmeldung. Und wenn jemand in den USA innerhalb dieser Zeit Marimba in den USA für Tanzstudios anmeldet, dann habe ich die ältere Marke, er hat die jüngere Marke, und ich kann seine Marke dann in den USA erfolgreich aus dem Register wieder entfernen. Das ist schon mal der wichtigste Effekt des Prioritätsrechts, dass man sich zum Anmeldezeitpunkt noch nicht entscheiden muss, in welchen Ländern man wirklich Schutz haben möchte, und man noch innerhalb von 6 Monaten bei Marken zumindest sich entscheiden kann, in welchen Ländern man eben Schutz haben möchte. Bei Designs oder Patenten ist das Prioritätsrecht aber noch viel, viel wichtiger. Denn Designs und Patente müssen zum Anmeldezeitpunkt absolut neu sein, sonst können sie nämlich gelöscht werden. Wenn man also im Prinzip, wenn es das Prioritätsrecht nicht gäbe, wenn man dann also in Deutschland eine Erfindung zum Patent anmeldet oder ein Design anmeldet und dann nach Ablauf der Prioritätsfrist oder überhaupt später eben diese Erfindung woanders anmelden möchte, dann ist sie ja genau genommen nicht mehr neu, weil man sie schon woanders angemeldet hat und sie dann eben schon bei dem Patentamt bekannt ist. Um diesen Effekt aufzuheben und eben den Anmeldern ein bisschen Zeit zu geben, sich zu überlegen, in welchen Ländern sie Schutz haben möchten, haben sich vor ganz langer Zeit eben in Paris bei der Pariser Verbandsübereinkunft ganz viele Industrieländer zusammengesetzt und haben eben dieses Prioritätsrecht geschaffen. Das bedeutet bei Patenten, dass man ab dem Anmeldezeitpunkt 1 Jahr lang Zeit hat, 12 Monate, bis man dann eben in anderen Ländern auch noch dieses Patent anmelden kann. Und dann kriegt es eben den Zeitrang der ersten Patentanmeldung und gilt dann nicht als neuheitsschädlich getroffen von der ersten Anmeldung. Das heißt, die erste Anmeldung gilt nicht als neuheitsschädlich für die spätere Anmeldung in den USA. Bei Designs verhält es sich im Prinzip wie bei Patenten, außer dass die Prioritätsfrist nicht 12 Monate, sondern 6 Monate beträgt. Ich hoffe, dass ich in diesem Video erklären konnte, was das Prioritätsrecht ist. Wenn Sie neu in meinem Kanal sind, dann abonnieren Sie meinen Kanal. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, geben Sie mir einen Daumen hoch. Über Fragen und Kommentare freue ich mich unter diesem Video. Und das Wichtigste zum Schluss: ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.